Yeah, okay. Yes. Yes, okay. Alter, der hat aber auch ein bisschen komische Augen. Und damit einen wunderschönen guten Morgen und willkommen. Ja, ich mache jetzt kein großes Prozedere. Der Truck ist fertig und da steht er. So sieht das ganze Gespann jetzt aus. Wir haben auch schon geladen. Und ja, was kann ich euch zeigen? Eigentlich ist nur hier vorne auf der Haube noch ein Airbrush dazu gekommen. Dann halt hier an der Seite ein bisschen was. Auch meine Nummern sind jetzt vernünftig drauf. Und das Airbrush von der Haube ist hier hinten auch nochmal drauf. Kann ich euch nochmal kurz hier oben zeigen. Time is not waiting for anyone. Ja, das Ding haben wir schon drauf. Und das passt auch wirklich saugend und schmatzend. Der Reifen steht zwar ein klein wenig über, aber das Ganze gilt noch nicht als Oversize. Haben wir Glück gehabt. Aber jetzt schnacken wir auch nicht lange rum, sondern machen uns mal auf den Weg. Ready to roll. Weil wir müssen Geld verdienen. Ihr seht, nur noch $300 auf dem Konto. Und das ist nicht wirklich viel. Darum müssen wir uns jetzt mal ein bisschen wieder aufs Geschäft konzentrieren. Na gut, der Michael, der ist ja schon wieder unterwegs. Allerdings ist er ja nicht mehr mit einem Schwerlastauflieger unterwegs, sondern er ist jetzt ja in die Kategorie Schubplane gegangen. Aber da hat die HMS halt auch einiges, was damit gefahren werden muss, ist ja nicht nur der Maschinentransport. Und wir waren wirklich fleißig dabei, dass wir den Cascadia hier schön hinkriegen, damit ich auch schnell wieder rauskomme. Ja, wenn wir gleich aus Bend raus sind, dann bin ich auch ein bisschen gesprächiger. Aber erstmal jetzt hier wieder rauskommen. Right.
und willkommen bei den 45 Meilen in Bend. Stay right and then exit right. Nee, Navi. Wir bleiben schön hier. Nein. Versuch es erst gar nicht, Edmund. Das ist schön, dass du eine neue Route finden willst. Ja, Michael und Hardy haben auch wirklich gut mitgeholfen, dass das Ganze dann auch wirklich so jetzt fertig wird, wie es jetzt aussieht. Und der ein oder andere wird sich vielleicht fragen, warum ich den Trailer habe auch lackieren lassen. Das war so ein Ding, wo ich mir dachte, wenn der Truck schon ein bisschen was auffälliger ist, dann sollte das ganze Gespann auch ein bisschen auffälliger sein. Und da ich jetzt hier nicht mit viel Lampen rumbasteln kann, ist er halt durch die Lackierung ein bisschen auffälliger geworden. Und das Gerät, was wir jetzt gerade abgeholt haben, das geht nach Goose Bay, wie ihr ja schon gesehen habt. Und da geht es zu einem Lagerplatz von Plaster & Sons. Jetzt fragt, ja, aber wieso Plaster & Sons, wenn ich doch für HMS unterwegs bin? Ganz einfach, weil der Maschinentransport für Plaster & Sons über HMS läuft. Klingt komisch, ist aber so. So kommt zumindest erstmal wieder ein bisschen Kohle rein. Weil der ganze Spaß war, wie man sieht, nicht wirklich billig. Aber dafür bin ich jetzt zufrieden und mir kann jetzt auch erstmal nichts mehr passieren. Wir haben bei der Gelegenheit auch gleich nochmal die Dieselfilter und alles gewechselt. Mal wieder schön hier oben durch Oregon zu fahren. Vor allem die Strecke nach Goose Bay ist auch wirklich sehr schön. Bin ich jetzt auch länger schon nicht mehr gefahren. Aber ich denke mal, lange werden wir uns hier oben nicht aufhalten. Würde mich zumindest wundern, wenn es jetzt erstmal hier nur hier oben Sachen zu fahren gibt, aber das glaube ich nicht, weil wir haben es ja bei den letzten Malen schon gesehen, das sind ja dann doch immer etwas größere Strecken, die wir fahren müssen. Und wenn möchte ich jetzt ja auch das Baby hier vernünftig nutzen.
Ich bin ihn zwar schon von Fort Collins hier nach Bend gefahren, aber das war halt eine Lehrtour und die habe ich eigentlich nicht wirklich genossen, weil es war halt eine Lehrfahrt. Und die hat nun mal kein Geld eingebracht. Dafür ist jetzt aber alles mit dem DOT geregelt. Der Truck ist ordnungsgemäß zugelassen. Ich genieße es gerade hier oben mal so ein bisschen, mir das alles wieder anzugucken. Wenn man lange nicht hier war. Es ist doch schon mal wieder schön, das Ganze hier oben zu sehen. Ja, die Halle ist aber auch neu. Die habe ich so vorher aber auch noch nicht gesehen. Ich bin bis jetzt, wo ich das erste Mal richtig unter Last fahre, doch sehr zufrieden. Gut, ich meine, bei der PS-Leistung sollte man auch nichts anderes erwarten. Wirklich schwer sind wir ja heute auch nicht. Das sind, was wir drauf haben, 34.000 Pfund. Das ist also nicht wirklich schwer. Da hat man schon ganz andere Kaliber. Mich dann auch gleich noch mal komplett neu ausgerüstet mit Gurten und Ketten, Kettenspannern und den ganzen Kram. Weil das andere ist ja alles auf dem Mac geblieben. Weil Daniel muss ja die ganzen Sachen irgendwie auch sichern können. Der Gute, der macht sich auch wirklich richtig gut. Der ist also auch am Fahren wie so ein Tier. Der hat auch richtig Bock drauf.
Entweder telefonieren wir einmal am Tag oder er schreibt mir dann und bemerkt auch, ihm macht das richtig Spaß. Er sagt auch, der Mac, den will er nicht mehr hergeben. Kann ich irgendwo verstehen, weil das ist schon ein schönes Gerät. Aber durch die Fahrt bei dem guten Herrn Joe Berger habe ich mich ja in diesen Cascadia so verliebt. Weil das ist einfach ein wunderschönes Gerät. Also der Cascadia, nicht der Herr Berger. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass der Herr Berger hässlich ist. Also aus dieser Nummer komme ich eh nicht mal raus. Ihr wisst, was ich meine. Bei dem Lager von Plaster and Sons, da war ich schon öfter. Gut, ich meine, ich bin ja auch für Plaster and Sons gefahren, da bleibt das halt nicht aus. Das Einzige, worauf ich mich in Goose Bay nicht freue, sind die Ampeln. Das ist eben wie so ein zweites Roswell. Gefühlsmäßig zumindest. Ansonsten ist Goose Bay wirklich eine sehr schöne Stadt. Aber das Einzige ist halt mit den Ampeln. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir mittlerweile die Stadtmenschen da, wollte ich gerade sagen. Ja, ihr wisst schon, die für den ganzen Kram da zuständig sind, beschlossen, dass es vielleicht auch ein bisschen weniger Ampeln sein können, aber ich denke mal nicht. Aber Roswell ist da immer noch die schlimmste Stadt. Heute haben wir auch mal einen recht kurzen Arbeitstag, weil wenn wir ein Plaster, bei Plaster and Sons abgegeben haben, dann ist die nächste Ladung nämlich erst für morgen früh anvisiert, weil das früher alles noch nicht fertig geworden ist. Passt mir jetzt natürlich so überhaupt nicht in Kram, weil ich habe halt noch Zeit zum Fahren und würde halt dementsprechend auch gerne noch ein bisschen Geld verdienen. Und so stehe ich dann erstmal wieder ein bisschen rum. Oh, herrlich hier, so an der Küste.
Und da sind wir schon im Minus. Aber da kommt ja zum Glück gleich noch wieder ein bisschen Kohle dazu. Und der ein oder andere von euch wird jetzt sicherlich sagen, ja, hättest du doch wissen müssen, dass du mit dem neuen Kredit und dem ganzen Kram, dass das erstmal in die Hose geht. Und warum hast du nicht noch gewartet mit dem LKW aufbauen und, und. Aber so habe ich es jetzt alles durch. Und ich brauche mir da keine Gedanken mehr machen. Und vor allen Dingen, ich weiß ja auch nicht, wann ich das nächste Mal wieder hier oben, Entschuldigung, wann ich mal wieder hier oben bin, dass ich das dementsprechend auch alles machen kann. Und darum lieber einmal richtig Geld in die Hand genommen und dafür gleich alles vernünftig. Weil so bin ich jetzt auch glücklich und habe Spaß an dem, was ich hier mache. Ja auch schon mal die Hauptsache, dass ich wirklich Spaß habe und mich auch wohlfühle. Fährt ein Auto am Strand? Tatsache. Habe ich gewusst, dass das hier erlaubt ist? Was ich heute Abend auf jeden Fall machen werde, ich werde schön mich an den Hafen in Goose Bay pflanzen und dort schön lecker essen und den Tag ausklingen lassen. Schade, dass der gute Falk nicht mehr hier oben in Goose Bay ist. Zumindest habe ich schon länger nichts mehr von ihm gehört. Ein Träumchen. Ja, was ich hier noch erzählen wollte, hatte mit Michael auch noch drüber gesprochen, über das Grundstück, was ich da mir noch angeguckt hatte. Und da wollte Michael sich jetzt ja noch drum kümmern, das Ganze alles irgendwie unter Dach und Fach zu bringen. Wäre natürlich richtig genial, wenn das alles so klappen würde.
Schade, dass ich jetzt nicht alleine im Tunnel war. Sonst hätte ich mir das nicht verkneifen können, doch immer zu hupen. Aber mit der Zugtröte da oben drauf, da hätte mein Vordermann auch gedacht, ich habe sie nicht alle. Wenn ich mir das alles hier oben so angucke, da will man eigentlich gar nicht mehr weg. Das ist doch ein Träumchen hier. Ja, ich weiß, ich bin im Schwärmen, aber ich war halt lange nicht mehr in Oregon. Da darf man das ruhig mal. Kommen wir doch tatsächlich noch an der alten Butze bei von dem guten Falk vorbei. Und die Frau Winters, die müsste doch hier auch noch irgendwo hausen. Ich glaube, die Winters, die war irgendwo hier oben. Und Falk sein Haus, ich glaube, nee, da sind wir jetzt, glaube ich, schon dran vorbei. Nee, das war ja hier gar nicht mit den Ampeln in Goose Bay. Das war ja. Habe ich das verwechselt? Du bleibst schön stehen da. Ja, da sieht man mal, wie lange ich schon nicht mehr hier war. Das war bestimmt mit dem Tempolimit, was ich hier meinte, was mich so ein bisschen störte. Das mit den 20 und allen drum und dran. War das gerade ein deutsches Restaurant? Der Blaureihe? Muss ich doch mal gucken, das würde mich aber stark wundern. Der scheint aber auch neu hier zu sein. Hat sich sowieso ein bisschen hier was verändert. Alter, war ich schon lange nicht mehr hier. Die scheint wohl was vergessen zu haben.
drehte so zielstrebig um. Und da vorne ist das Baustofflager von Pflaster & Sons, also hier, Building Supplies. Und hier drüben ist der Maschinenpark. Dann wollen wir uns hier mal platzieren und ich werde mal gucken, wo hier einer ist, der was zu sagen hat. Ja, viel wird hier auch nicht mehr passieren. Darum sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, mit dem Gerät rocken wir die Straße. Also bis dann. Tschüss. Hello, Sir.